Hallo, ich bin die Jessie. Ich bin leidenschaftliche Sportlerin und komme gerade von einer langen Mountainbike-Tour und mache zusammen mit dem Lukas jetzt eine Runde Yoga. Das ist ein 20-minütiger Yoga-Flow, der sowohl für Anfänger auch für Fortgeschrittene super geeignet ist. So, wir stehen mit beiden Beinen breit da, atmen einmal tief ein, nehmen die Hände rechts nach oben, strecken uns. Das machen wir genau dreimal, senken wieder ab und ausatmen. Gehen ein bisschen zurück, gehen nach unten mit beiden Armen, lassen uns fallen, Knie etwas angebeugt, alles locker lassen, Schultern ein bisschen bewegen, nach oben ins gerade Brett, kann die Hände auf die Knie legen, Rücken gerade, tief einatmen und wieder fallen lassen. Beide Hände neben die Füße stellen, mit dem rechten Bein zurücksteppen. Und aufrichten. Beide Hände weg von den Ohren, gerade hochstrecken. Spannung im hinteren Fuß. Einmal tief einatmen und Knie ablegen. Fuß flexen und nochmal tief einatmen. Dann die Hände wieder neben die Füße stellen. Ein Step nach vorne und Beinwechsel. Steppen mit dem linken Fuß zurück. Gehen auf Spannung im Körper nach oben. Knie ablegen, Fuß flexen. Dann nehmen wir beide Hände wieder zurück, legen den rechten Fuß nach hinten in den Vierfüßlerstand. Wir können einmal in den Katzenbuckel gehen mit Spannung. Und zurück mit gespreizten Händen. Dann nehmen wir die Zehenspitzen, steppen hoch, halten hier kurz. Schauen nach vorne und gehen dann in die Cobra. Fahren hier für 3 Atemzüge und richten uns auf und gehen direkt in den herabschauenden Hund. Können hier mit rechts und links mit den Füßen steppen, rechts, links. Dann nehmen wir den rechten Fuß, bringen ihn nach vorne, nehmen die Hände, nehmen unseren linken Arm, öffnen uns. Legen ihn wieder ab und öffnen uns auf die andere Seite, legen den Fuß seitlich ab. Dann gehen wir zurück und öffnen uns für unsere Krieger. Können den Fuß einmal drehen, durchstrecken und nochmal in den Krieger 2. Fuß nach vorne und nochmal tiefer. Dann lockern wir nochmal das vordere Bein. Wir können kurz mal hier so Oberschenkel massieren und gehen nochmal in die Kriegerposition. Linker Arm zurück auf den Oberschenkel und schieben. Dann nehmen wir ihn wieder zurück, drehen unseren Fuß ein, steppen nochmal zurück in die Cobra. Bleiben hier noch für 2 Atemzüge und lösen das Ganze auf, indem wir uns eine kurze Auszeit in der Entspannungspose gönnen. Finger spreizen, Schultern weg und einfach alles fallen lassen. Können wir uns langsam aufrichten. Schultern zurück, ein bisschen kreisen. Alles lockern. Den Kopf nach links und rechts. Vielleicht nochmal die Hände über den Körper nach oben schieben. Und ausatmen. Dann nehmen wir uns jetzt einen Block, packen das unter das Gesäß, gehen hier in den Schneidersitz, Lotussitz. Können nochmal die Hände wirklich ganz weit nach oben strecken, halten oben und nochmal fest einatmen und ausatmen. Dann die Arme senken, auf die Knie ablegen, noch einmal tief einatmen, Schultern zurück, dann schränken wir die Arme vor uns, bedanken uns. Namaste. So, wir sind jetzt am Ende unseres Yoga-Flows angekommen. Ich hoffe, dass Lukas und ich
euch etwas inspirieren konnten. Und jetzt bist du dran. Ab auf die Matte. Für weitere Inspirationen und schöne Yoga-Outfits geh jetzt auf sport2000.de.